Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, ich habe über eine Woche eine Videopause gemacht. Aber ja, heute bin ich wieder zurück. Ich bin noch richtig fix und fertig mit Ihnen. Ich bin früher aufgewacht und möchte jetzt an der Theke sitzen. Mariam schläft noch, beziehungsweise ich habe sie sogar noch mal schlafen gelegt. Ja, ich bereite jetzt schnell Frühstück für die Kinder vor. Ich muss sagen, wir waren diese Woche noch gar nicht einkaufen. Also ich mache Bananen-Pancakes mit den Sachen, die wir noch da haben. Und ja, let's go. Pancakes. Auf jeden Fall, die Form habe ich jetzt nicht so gut hinbekommen. Aber ganz easy, einfach so, dass es diese Konsistenz einfach hat. Eine Banane zerquetschen, ein bisschen Mehl. Und ein Ei, wir haben nur drei Zutaten und das schmeckt richtig gut auch für uns, also durch die Banane ist es sehr süßlich und ich finde, das ist das perfekte Frühstück. Ja, ich tue das jetzt ein bisschen anbraten und dann hat Mariam auch was davon, weil Mariam kann es auch essen. Update, Leute, ich habe mich versucht ein bisschen ready zu machen, ich habe schon Locken und alles gemacht, Mariam gerade zum Mittagsschlaf wieder hingelegt, wir haben schon gegessen. Ja, oh, Hantang. Okay. Ich sag, das ist heiß. Ja, es schaut extremst aus überall. Ich werde das Chaos mal beseitigen. Heute habe ich eigentlich was Cooles geplant, denn ich will einen kompletten Mädelstag machen. Wir werden, also einen Mädelstag mit meinen Mädels, die auch Kinder haben. Und wir werden unsere Kinder alle den Männern abgeben. Freunde, ich habe mich umgezogen und wir haben uns jetzt mit meinen Freundin getroffen, die Kinder abgelassen. Momo fand das Outfit ganz schrecklich. Wir wollen uns den Barbie-Film ansehen gehen. Und ja, ihr wisst, man muss unbedingt was Pinkes anziehen. Ich besitze nichts Pinkes in meinem Kleiderschrank, Leute, wirklich gar nichts. Das ist eigentlich ein Kleid von Berna. Und alle, die Berna nicht kennen, sie ist 1,60 groß, ich bin 1,80. Deswegen ist es ein Rock. Es ist ein zusammengewürfeltes Outfit. Aber ja, wir haben uns ausgemacht, wir müssen pink angezogen sein. Ich zeige euch gleich deren Outfits. Ich finde deren Outfits richtig süß. Ihr Outfit für heute. Mit der pinken Tasche und eigentlich hat sie eine pinke Jacke mit. Sie hatte, so wie ich, eigentlich nichts Pinkes. Deswegen einfach nur ein Pulli. Und ja. Aber nur sie hatte rosa. Das ist ihr Kleid. Ah, okay, dann passt. Fazit, Mädels, zum Film. Also es ist sehr feministisch. Sehr feministisch. Also man muss wirklich, man muss sich konzentrieren, damit man es checkt. Die Message ist ja gut, aber ich bin gegen Ende eingeschlafen. Wir wollten einfach nur, es war so Ende, in dieser Sekunde war Ende, wir so weg. Ja, wir sind noch bevor es komplett zu Ende war, weg. Ja. Aber das Einzige ist, es ist einfach nur traurig, dass wir jetzt 2 Stunden da gesessen sind an einem Tag, wo wir keine Kinder mit haben. Ja. Also macht das nicht, never. Ja. Nie mehr da. Vor allem, wenn ihr Mütter seid. Genießt die Zeit anders. Aber jetzt machen wir nicht so schade. Aber jetzt machen wir dafür was Geiles. Ja. Leute, ich hoffe, man kann es gut erkennen, ohne dass es spiegelt. Aber das ist so ein 360 Grad Rooftop. Wow. Also nichts für Leute mit Höhenangst. Es schaut richtig krass und schön aus. Berna war so gescheit und hat eine Reservierung gemacht. Sonst könnte man hier nicht mehr rauf. Ja, also wir sind im Haus des Meeres oben und es schaut richtig toll aus. Wir sind auf jeden Fall wieder zu Hause, schauen uns einen Film an. Wie war es heute mit den Kindern? Eine Serie. Eine Serie. Wie war es heute mit den Kindern? Ja, sehr gut. Waren sie brav? Wir haben uns jetzt Pizza bestellt. Ich bin doch richtig hungrig. Und als Vorspeise habe ich mir so Sommerrollen gemacht. Momo ist nicht so ein Fan davon. Ich habe es so mit Chicken gemacht. Ich zeige euch in den nächsten Videos mal, wie ich das mache. Schmeckt richtig gut mit einer Erdnussbuttersoße. Und ja, das esse ich jetzt und dann gibt es noch Pizza. Okay, Leute, ich sehe schrecklich aus. Mein Gesicht ist komplett trocken von der Maske. Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall duschen, mir die Maske abwaschen und dann noch diese Maske. Also das ist so eine Todeswehrmaske. Und nach dem Duschen werde ich mir die raufgeben. Und ja, dann gehe ich auch schlafen. Heute bin ich eigentlich richtig müde, ist aber trotzdem sehr spät geworden. Ey, ich genieße einfach immer die Zeit, wenn die Kinder schlafen. Ich genieße den Tick zu sehr. Aber ja, ich gehe jetzt schnell duschen und dann gehe ich schlafen und melde mich morgen bei euch. Und jetzt ist die Nagulaya.
Guten Morgen, nächster Tag. Ich bin richtig fix und fertig, richtig müde. Ja, aber mit Kindern muss der Tag natürlich starten. Man kann nicht im Bett faulenzen. Ich muss aber sagen, Mariam schläft noch, obwohl es schon halb eins ist. Meoma, Natulaya. Medina war schon um 11 wach und ja, sie hat schon was gefrühstückt. Es gab Avocado-Brötchen. Ich hatte zwei geschnitten. Medina hat ein bisschen mehr als eins gegessen. Das werde ich noch kleiner schneiden. Und Maren dann einfach geben, wenn sie aufwacht. Medina ist schon hier. Sag mal. Eine Kacke, ja. Sie tut ihre Puppe die Windeln wechseln. Baby, und ja, Oma? Ja, von Mega. Nee, Oma. Mega. Ist die Zuschauer da? Ist die Zuschauer da. Eine Mega da. Ich habe auch schon Mittagessen gekocht. Es gibt, also ich bin dabei, es zu kochen. Es gibt ein Fisolen-Kartoffelgericht. Ja, Kartoffelgerichte kommen bei uns sowieso immer sehr gut an, mit den Kindern sowieso sehr praktisch. Dazu werde ich Reis machen und mit Joghurt servieren. Das lasse ich jetzt hinköcheln. Und ja. Heute haben wir nichts Großartiges vor. Bitte Leute, ich habe mir meine Haare ja geschnitten, kann man sehen. Und ich habe jetzt so stirnfransenmäßig, so diese Curtain Bangs halt. Und die muss ich mit einem Spangerl befestigen, weil ich bin eine Person. Ich weiß nicht, wann der letzte Tag war, wo meine Haare komplett offen waren. Den ganzen Tag. Mimi sieht ja okay. Ich kann das einfach nicht, dass meine Haare offen sind. Ich finde das unangenehm. Ja. Leute, ich war jetzt gerade einkaufen. Morgen ist nämlich mit den. Ja, sonst ist es nochmal. Sonst ist es oder okay? Ja, morgen ist nach Hause gekommen. Und er schläft jetzt mit Mariam. Er hat vorhin auch schon was mit den Kindern gegessen. Schaut ja arg aus. Ich habe in dieser Zeit, also ich war in dieser Zeit schnell einkaufen und werde jetzt, ja, irgendein YouTube-Video läuft und ich werde jetzt schnell den Einkauf ausräumen und ja, dann habe ich eigentlich einen Kurs. Freunde, wir haben die ganze Wohnung geputzt. Ich hatte heute den ganzen, also 4 Stunden dann noch Kurs. Ich mache nämlich so einen Kurs für den Gewerbeschein. Und ja, jetzt habe ich mich abgeschminkt, Bett fertig gemacht. Ich verwende, also ich war beim Hautarzt, ich habe so einen Pickelausbruch auf der Stirn, also im Kinnbereich und diesen Bereich, den kennt ihr, da habe ich immer wieder Pickel und es wird einfach nicht besser. Da war ich beim Hautarzt und sie hat mir so eine Salbe verschrieben. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu dick aufgetragen, aber ich hoffe, die wird was bringen, weil in letzter Zeit ist meine Haut echt nicht, also ist echt schlecht. Ich arbeite mich hier auf jeden Fall noch ein bisschen durch, Freunde, aber ich bin schon richtig müde. Aber ich habe mir vorgenommen, vielleicht jetzt noch ein, zwei Fragen zu bearbeiten. Das sind so 3 Seiten allein für heutiges Kapitel. Das ist Schoko. ja. Also ihr habt es ja selbst mitbekommen, nach dem Urlaub kamen nicht mehr so viele Videos. Es war voll gestresst alles, wir waren noch leicht angeschlagen, also leicht krank, weil das Wetter hier war voll kalt auf einmal. In Spanien hat es 35 Grad. Und ja, die Kids haben auch wieder ihre Phase, dementsprechend ist einfach alles sehr anstrengend. Und wenn ich ehrlich bin, vergesse ich ein bisschen zu vloggen. Aber ich will wieder aktiver sein, euch mehr mitnehmen, deswegen sehen wir uns im nächsten Video. Auch wenn es nicht so viel, also jetzt, also ich habe den Kurs jetzt 1 Monat. Dementsprechend, ja, nimmt das halt sehr viel Zeit in Anspruch. Aber ich versuche so gut es geht euch mitzunehmen und ja, in dieser Zeit schaut halt Momo immer auf die Kids. Wir machen das immer irgendwie schon. So viel dazu, wir sehen uns im nächsten Video.